2 Götter sind besiegt. Den Liebsten konnte ich leider nicht retten, aber jetzt mache ich mich auf den Weg zum Obermacker. Jetzt gibt's Rache. Hier in Hellblade. Willkommen zurück. Bin auf der goldenen Brücke. Ich glaube, so hieß sie. Ja, jetzt geht das los. Episch sieht's ja aus. Ah, ein bisschen schneller kann ich mich trotzdem bewegen. Oh, was ist da? Ach, jetzt muss ich hier kämpfen wieder. Nicht mal so eine einfache Brücke kann man überlaufen. Na gut. Na, dann komm mal her, du. Ich bin bereit. Ein paar Schnetzeleien von mir. Jetzt blockt er auch. Ah. So, das ist wieder ein größerer, aber der hat keinen Schutz. Hey, ich bin ausgewichen. Oh! Der haut ganz schön zu hier. Jetzt machen wir mal Zeitlupe hier. Schnetzel ich den fertig. Na, mach mal. Das ist ja schon hier ganz schön. Finale. Mal ein bisschen nach vorne. Hab keine Zeit, mach los. Hopp. Oh ja. Haben wir 2 auf einer gleichen Ebene, ähnlichen Ebene. Oh. Okay. Ja, ich kann ja jederzeit zurücklaufen. Ich hoffe nur, es kommt keiner von hinten. Wollen wir erstmal den anderen machen? Den anschnetzeln, warum nicht? Ja, ja, mach mal hier. Was? Oh, da hat aber einer ausgeholt. Kann ich auch. Da hinten steht schon der nächste. Was ist denn hier los? Au! Der ging schnell. Den hätte ich so nicht erwartet. Haha. Er war auch schon fertig. Okay. Jetzt kommt Schild. Und wenn Schild kommt, mache ich schön verlangsamen. Das kann ich euch erzählen, ey. Sobald der ausholt, geht's los. Ich hoffe, ich kann schnell genug was machen. Jetzt noch ein paar Schwere rein. Pass mal auf hier. Na, jetzt will er wieder nicht. Okay. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn sonst schaffen kann. Ja, ah, er muss so offen sein, oder? Ich hab keine Ahnung. So richtig kriege ich den nicht, ja. Ich muss es aufladen lassen. Oder so, genau, wenn er da mal kurz offen ist. Bin leider noch nicht aufgeladen. Also nix mit endet. Man kann nicht mal sein blödes Schild kaputt machen. Frage mich halt, wann ich da so wirklich mal aufgeladen. Oh shit. Das war ein ungünstiges Timing. Und kann ich ihn blocken? Aber ich will es jetzt gerade nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Oh, er traut sich nicht weiter. Guck mal. Na doch, traut er sich. Hey, ich bin. Ach so, ich bin nicht ausgewichen, Entschuldigung. Ich hab geblockt, das war dumm. Krieg den nicht. Vielleicht mal seitlich. Ist immerhin immer ein Treffer dabei. Ignore the pain, das ist ja auch eine gute Ansage. Kann man eigentlich nicht behaupten, dass der down ist, aber gut. Gern mal verlangsamen. Ah, ich kann wieder verlangsamen. Sehr gut. Endlich. Hab mich hier schon ganz nach hinten treiben lassen, sage mal. Ah, ich bin schon dankbar, wenn sie nicht von anderen Seiten kommen. So, Wetterlage hat sich auch verändert.
mehr so fröhlich. Was hier nicht noch alles kommt. Ich möchte mir auch gar nicht ausmalen, wie groß wohl der letzte Boss sein wird. Also der Chef schlechthin hier. Every gate you open into darkness brings another challenge. Danke. Ahnst du nichts Böses, ja? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, ich muss wieder aktiv. Oh Gott. Weg. Ach Mann, so ein Scheiß. Ja, toll. Ah ja, ich zwei, du einen daneben. Warum nicht? Na, guck mal, hier bin ich. Oh, ach nö. Nö, jetzt kommen die Kleinen hier. Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Oder war er schon weg? Nein, ich bin hier weg. Oh. Ah, da ist er noch. Nee, das sind schon wieder andere. Ach, wie viel sind denn hier? Und weg. Weg! Immer schön weg. Ah. Ich wollte ausweichen. Oh, ich pumpe, ich pumpe. Kann das mal aufhören? Was bist du da für einer? Ich kann noch nicht mal den Gegner sehen, um den einzuschätzen, ne? Toll. Machen wir so. Jetzt ist eigentlich kein. Was? Ach Mann, das ist doch scheiße, ey. Dieses Kampfsystem ist eine Katastrophe. Ja, schön in den Rücken geschnetzelt. Haben wir mal wieder Gelegenheit auf was Schnelleres? Ja, so. Ein bisschen hier. Yeah, der Typ nervt. Der mit dem Schild nervt richtig. Der muss auch mal angreifen, ne? Sonst hilft es nichts. Der müsste eigentlich mal weg sein. Der andere war auch weg. Okay, der andere Kleine auch weg. Ja, den Dicken habe ich als erstes gehabt. Auch interessant. Wo geht's denn weiter? Nö, hier nicht so. Oder? Nee. Gut, da kam ich rein. Da hat er hinter mir zugemacht. Auch sehr freundlich. Dann wäre doch da die nächste Tür, würde ich mal sagen. Lässt man mich bitte raus? Oh, nein, lässt man nicht. Doch, lässt man. Ah, wieder Runensuche. Mhm. Okay, dann erstmal abscannen. Das Ankh, das S und das X. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hel, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hel to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. So, Moment, jetzt muss ich mich hier mal erstmal umgucken. Wären das hier Hinweise?
wieder gucken, ob es hier irgendwo auf dem Boden ist oder vielleicht da oben. Hier gibt es so Geräusche. Fokussieren. Ja, fokussieren. Erstmal muss ich ein bisschen was... was Sinnvolles im Blick haben, um mich zu fokussieren. Also da ist ein bisschen hell, um was zu sehen, sag ich mal. Hier kommt doch nichts Neues, wenn ich mich fokussiere, oder? Macht das hier irgendwas? Da ist was da hinten. Das ist dieses S, aber da bin ich zu weit weg. Ist genau falsch rum. Da muss ich bestimmt anderweitig hin. Aber was soll denn hier sein? Kommt hier irgendwie ein X? Legt sich hier irgendwas übereinander? Da, hier so, ne? Ah, Moment. Hä? Die Treppe ist ja völlig zerfetzt. Was ist denn da los? Ich muss erstmal gucken, was da passiert. Soll das das X sein? Hä? Ich hab's ganz gemacht. Das ist ja interessant. Jetzt kann ich erst da hoch, oder was? Sowas hatten wir auch noch nicht. Bin ich nur hier hin, um die Treppe zu fixen? Ha. Wahnsinn. Okay, dann schauen wir mal, was ich da oben machen kann. Ist mir vorher ja gar nicht aufgefallen. So, auch nicht aus der Nähe hier. Okay, jetzt sind wir beim X. Jetzt sind wir... Ja, sag ich ja X, genau. Hier ist das X. Hier ist einiges, ehrlich gesagt. X ist vielleicht gegenüber. Hier ist eher das S. Oh, Jemini. Lass mal gucken, was hier... Sollte das vielleicht das X sein? Naja. Mal gucken, was hier so als erstes kommt. Als erstes wirklich geht. Hier, das ist ja... Ja, das dreht sich auch immer so komisch. Das ist... Okay, das hat aber zumindest funktioniert, würde ich sagen. Also das ist wirklich nicht optimal, wie sie einem hier, wie es hier mit der Kamera rumhampelt. Oh, da kann ich noch hoch, okay. Ah, vielleicht muss das X noch von da oben zusammengesetzt werden. Obwohl X war ich ja schon, jetzt kommt dieses Ank. Aha. Ja, ich darf ja wieder nicht zu früh. Also die Kamera springt so komisch und dann geht das erst. Sehr merkwürdig, na gut. Hier hinten war auch noch eine Leiter, habe ich gerade gesehen. Vielleicht kommt da das X. Aber wie gesagt, X war ja eigentlich schon. Was ist denn hier? Ui. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oder ist es ein alternativer Weg? Ach so. Ist noch so eine Ansage. Gut. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls. High are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh. And her face, menacing and grim. So, also, wo geht's los? Wann geht's los? Wie geht's los? Ach, hier noch nicht. Vielleicht da oben. Ist aber schon wieder vorbei, ne? Geht das X in die Richtung raus? Man weiß ja nicht, ist es irgendwie nur auf der Treppe gewesen hier?
Hier? Da irgendwo? Über mir. Hier die Balken. Gar nicht das Rote, sondern die Balken irgendwie. Schon, oder? Wenn ich hier so von unten gucke. Ja, das kommt doch hin. Kamera. Mann, ich kann überhaupt nicht da hochdrehen. So. Nicht so einladend aus hier. Eher als wenn man mich nicht so gerne hier haben möchte. Aber keine Sorge, ich möchte mich auch nicht so gerne hier haben. Ich renne trotzdem mal hin. Source of the Darkness. Heißt die Errungenschaft, wofür auch immer. Kommt ein Gegner von hinten? Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. Och nö. I'm sorry. I can't watch this. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Whoa. Das Schwert war auch weg. Da ist nichts von übrig geblieben. Hm. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak, pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. Everywhere you fall. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just do like it, your sword. Come on. Ah!
Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Also da findet schon gerade wieder ein innerer Konflikt statt, ob ich zu dem Licht hingehe oder nicht, was ich natürlich tun werde. Und diese ganz dunkle Stimme, die kam natürlich auch aus ihr selbst heraus, dieser Demotivator da. Ja, das war da ganz klar eine Suizidmetapher dann auch noch mit drin. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Oh, was da für Symbole drauf sind und Verzierungen. Ja, jetzt bin ich wieder von der Brücke geflogen, toll. Schaffe ich es denn irgendwann noch? Und wo ist das Licht hin? Da war es doch gerade noch. Bin mächtig angeschlagen. Also ich sag mal so, meine Fäulnis hat zumindest nicht weiter gelitten. Ich habe die Kämpfe jetzt einigermaßen überstanden. Da bin ich ja schon mal froh. Ach. Der ist da auch mit Schwertkampf unterwegs. Guck mal einer an. Normalerweise würde ich ja sagen, sie hat dann immerhin noch was, wofür sich zu kämpfen lohnt, aber in einer Szene war es nicht sogar in der letzten Folge, hat man ja gesehen, dass da nichts mehr war. Dass er schon verrottet ist und alles und nicht mehr zurückzuholen. Zumindest machte das den Anschein. So, hier ist ein schönes Wikingerschiff. Ist der Schiffsfriedhof zufällig? Wäre ja nicht der erste Friedhof in dem Spiel. Geht's hier runter? Achso. Bevor sie ihn erst kennengelernt hat, sie war nicht in einem guten Platz. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbal, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs, errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren. And lonely. Da ist er wieder. Ein bisschen rennen kann sie ja immerhin noch. Gar nicht so schlecht rennen, ehrlich gesagt. Seit wann habe ich überhaupt so einen Spiegel dabei? Meine Kampfbemalung hat sie, ja, da braucht man vielleicht ab und zu auch mal einen Schminkspiegel. It's in your mind. You think you can
Ich habe verschiedene Stimmen, ne? Es gibt ab und zu mal eine, die mich auffordert, aber die meisten, glaube ich, reden mich eher klein. Da ganz hinten. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing. And the world danced with him. The gloom lifted. For the first time in years, she felt a ray of hope. Also er hat sie einmal gerettet und jetzt will sie sich auch revanchieren, verstehe ich das ein bisschen so in die Richtung? Oh. Kann man hier scannen, ja. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigurd. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him. So King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Hier geht's ja ganz schön rum. Geht's hier weiter? Dann gucke ich mir mal erstmal dieses Tor da oben an. Ich konnte da auch rauf, da war irgendwo eine Leiter, habe ich gesehen. Hier. Gucke ich mir erstmal das an. Weit unten. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. So, hier wird wahrscheinlich noch nichts gehen. Würde mich wundern. Okay. Das sieht nicht so einfach zu lösen aus. Und wenn ich jetzt hier ans Ende gehe, bringt ja auch nichts. Sei denn, hier tut sich jetzt was auf. Kann ich denn hier runter? Ist ein bisschen sehr tief, ne? Nein. Ja, dann den ganzen Weg wieder zurück. Konnte man ja nicht ahnen. Irgendwann wird es eine Tür geben, die ich mit allen Runen aufkriege und das werde ich schon nicht mehr schaffen. Man sieht ja in der Anzeige, dass mir ein paar fehlen, leider. Also allein die erste fehlte mir ja und zwischendurch offensichtlich auch nochmal eine. Konnte man das gerade sehen hier? Obwohl das die zweite fehlte mir. Oder die erste und die dritte. Ansonsten bin ich ganz gut dabei. Ja, sowas finde ich immer unbefriedigend in Spielen, wenn man so Sachen finden muss und dann fehlt zwischendurch schon was, da hat man schon keine Lust mehr. Aber ich werde natürlich trotzdem alle ansteuern, die ich so finde. So, allerdings stelle ich gerade fest, dass jetzt hier erstmal wieder Schluss ist.
werde dann also um dieses Wikinger-Schiffchen rumlaufen beim nächsten Mal. Ja, und dann geht's hier weiter in Hellblade. Bis dahin. Tschüss.